Gut, wir sind live. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Ringvorlesung Viren und Epidemien aus Sicht der Mathematik. Und ich freue mich, dass Sie jetzt überall an dem Bildschirm sitzen und diese Veranstaltung verfolgen. Ich begrüße Sie auch insbesondere im Namen der Veranstalter, der Verein zur Förderung der Mathematik und das Institut für Mathematik der Goethe-Universität Frankfurt. Mein Name ist Götz Gersting. Dies ist inzwischen die fünfte Ringvorlesung, erstmalig online aus Gründen, die Sie alle kennen. Hoffentlich funktioniert alles. Gut, wir sind live. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Ringvorlesung Viren und Epidemien aus Sicht der Mathematik. Kann ich das aufstellen? Ich freue mich, dass Sie jetzt überall an den Bildschirmen sitzen. Wir freuen uns besonders, einen so ausgewiesenen internationalen Experten für den Vortrag gewonnen zu haben. Der Veranstalter, das sind das ja. Der Verein zur Förderung. Sie sehen, hier geht schon ein bisschen was durcheinander. Mathematik der Goethe-Universität. Ferrari muss ich ausstellen. Mein Name ist Götz Gersting. So. Das war ein, Sie haben gemerkt, das war eine Rückkopplung gewesen. Das sind die Dinge, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Gut, also wir freuen uns besonders, einen so ausgewiesenen internationalen Experten für den ersten Vortrag gewonnen zu haben, wie den Herrn Professor Dr. Brockmann. Und ich möchte Ihnen Herrn Brockmann kurz vorstellen. Herr Brockmann hat Physik und Mathematik studiert an der Universität Göttingen und an der Duke University in den USA, hat seinen Doktor in Physik im Jahre 2003 gemacht, war dann hinterher Postdoc unter anderem am Max-Planck-Institut, einem Max-Planck-Institut in Göttingen. Später, 2008, wurde er Professor an der Northwestern University in Evanston, also in der Nähe von Chicago, dort bei den Ingenieuren, wie ich gesehen habe, und ist dann 2013 nach Deutschland zurückgekommen an das Robert-Koch-Institut einerseits und zweitens hat er eine Professur an der Humboldt-Universität. Er sitzt also gerade auch für das Thema, um das es in dieser Ringvorlesung geht, direkt an der Quelle, kann man sagen. Seine Themen, Forschungsthemen sind menschliche Mobilität, Dynamik und globale Ausbreitung etwa von Epidemien, aber nicht nur von Epidemien. Ja, das ist vielleicht alles. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, Herrn Brockmann begrüßen zu können und dann insbesondere das Wort übergeben zu können. Und so, das müssen wir jetzt machen, Herr Brockmann. Ich höre und kann sprechen. Gut, dann muss ich mein Mikro hier ausstellen. Gut. Dann möchte ich mich erstmal, bevor ich jetzt mit meinen Folien starte, mich ganz herzlich bedanken für die Einladung in der Ringvorlesung ein bisschen was über unsere Forschung zu erzählen und auch über die Rolle, die Mathematik in diesen Projekten spielt und die ganzen Aktivitäten, die an der Schnittstelle zwischen Mathematik, Physik, Biologie, Epidemiologie und auch Sozialwissenschaften stattfindet. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Erstmal einfach nur Dankeschön, dass ich hier was erzählen kann heute Abend. Zwar nicht direkt und ohne alle direkt anschauen zu können, aber eben so, wie das heute in dieser Zeit einfach so gemacht wird. Deshalb fange ich jetzt gleich mal an. Ich werde jetzt mal hier meinen Bildschirm teilen. Den müssten Sie jetzt sehen. Und dann starte ich mal die Folien. Die müssten jetzt sichtbar sein für alle. Herr Kersting, wenn Sie einmal kurz nicken, dann weiß ich Bescheid. Super, gut. Und dann kann ich ja loslegen. Ja, der Vortrag heißt ja Pandemien und ihre Ausbreitung. Ich habe dem Titel des Vortrags noch mal ein bisschen mehr
Spezifizität angedeihen lassen. Es geht eher so um auch um Komplexität, um Netzwerke und wie man auch mit Hilfe von netzwerktheoretischen Methoden die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie das Coronavirus besser verstehen kann, beschreiben kann und welche Methoden da jetzt bei uns ganz konkret zum Einsatz kommen, um die Situation besser verstehen zu können. Und ich fange mal an mit einer kleinen Videoanimation, die ein Kollege von mir, Hiroki Sayama, aus den USA gemacht hat, der also in diesem Video quasi in schnellem Zeitvorlauf die Dynamik der Covid-19-Pandemie zeigt. Also das Video, es wird sich gleich vielleicht nochmal wiederholen, ging los in China, kam schnell nach Europa, USA, dann war die erste Welle vorbei in Europa und dann ging es gleich wieder los, zweite Welle. Das ist sozusagen der globale Blick auf dieses Geschehen. Und man sollte sich dieses Video, das auch oft in den sozialen Medien immer mal aktualisiert wird, immer mal genau anschauen, denn zu selten wird dieses Phänomen sozusagen aus der Vogelperspektive angeschaut. Man erinnert sich, gerade auch in den politischen Diskussionen wird halt oftmals sehr regional gedacht. Es wird argumentiert, dass eine Situation zum Beispiel in Deutschland anders ist als in Frankreich oder in Spanien oder in Schweden, Skandinavien, den USA. Und wenn man sich das Phänomen so von oben anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass diese zweite Welle, die nach Europa gekommen ist oder da wieder entstanden ist, das ist ja ein intrinsisches Phänomen, dass die etwas sehr Generisches ist. Und wenn wir die Fallzahlen angucken in verschiedenen Ländern, dann sieht man auch ganz häufig, nicht immer, aber sehr häufig, eine erste Welle, einen ruhigen Sommer und eine zweite Welle, die dann stärker ausfällt als die erste. Und das Video soll auch so ein bisschen vermitteln, aus welcher Perspektive wir in manchen Projekten jedenfalls dieses Phänomen betrachten. Und nur mal ein Vergleich hierzu, das ist eine Computersimulation, die wir vor Jahren gemacht haben, also vor mehr als 10 Jahren damals, als die H1N1-Pandemie 2009 sich über den Globus ausgebreitet hat, da war der Startpunkt Mexiko. Und wir sehen hier anhand dieser Computersimulation, die sich dann auch relativ gut bestätigt hat in der Realität, dass auch hier zunächst ein lokaler Ausbruch ist, dann ging es relativ schnell in die USA und dann ging es aber auch schon in Europa los und dann über die ganze Welt. Und diese Muster sehen einerseits ganz unterschiedlich aus, aber ich werde halt versuchen zu zeigen, dass es hier auch Ähnlichkeiten gibt und man halt mit mathematischen Methoden, insbesondere mit Netzwerkmethoden, so ein bisschen rauskitzeln kann, was denn eigentlich in diesen Mustern versteckt ist. Aber auch nochmal, um generell etwas zu diesen Phänomenen zu sagen. Ich meine, alle haben sicherlich auch irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit sich diese Ereignisse häufen. Also wir haben jetzt eine Pandemie, die relativ einzigartig und intensiv ist, aber natürlich am Ende einer Kette von Ereignissen steht, die in diesem Jahrtausend gehäuft passiert ist, nämlich die Emergenz neuer Krankheitserreger oder auch schon Krankheitserreger, die man schon kennt, die sich dann entweder lokal oder dann auch global ausgebreitet haben. Wir erinnern uns an die H1N1-Pandemie 2009, der MERS-Coronavirus, SARS 2003, das ist hier gar nicht aufgeführt, die Ebola-Krise in Westafrika und jetzt halt zuletzt die Covid-19-Pandemie mit einem Ausbruchsursprung in China und dann einer weltweiten Ausbreitung. Und interessanterweise, und das will ich an dieser Stelle nur mal ganz kurz erwähnt haben, 2011 kamen zwei Filme heraus. Irgendwie hat Hollywood offenbar da immer einen ganz guten Riecher, was als nächstes passieren wird. Das ist zum einen der Film Contagion. Da geht es darum, was passiert, wenn sich eine Pandemie ausbreitet mit erheblichen ökonomischen und gesundheitlichen Folgen, wie sozusagen die Gesellschaft auseinanderfallen kann, einfach dadurch, dass sich ein sehr tödliches Virus global ausbreitet. Darüber gab es natürlich schon viele Filme. An diesem Film ist etwas besonders. Und zwar haben die Filmemacher hier probiert, also ist jedenfalls meine Interpretation, relativ nah an der Realität zu argumentieren. Also diese Kette, diese Kaskaden von Ausbreitung und ökonomischen
Zusammenbruch und so weiter und Panik etc. alles da reinzubauen. Und es ist nach meiner Kenntnis auch der einzige Hollywood-Film, in dem auch zu der Zeit schon die Reproduktionszahl erwähnt worden ist. Und ich glaube, damals von Kate Blanchett, die irgendeine Ärztin, glaube ich, spielt in diesem Film, in dem Film erklärt wurde. Und das fand ich damals schon ganz interessant, dass die sowas machen. Weil es ja eine mathematisch-epidemiologische Größe ist, die jetzt zwar in unserem Land jedem bekannt war, aber vor der Covid-19-Pandemie eben noch nicht. Der zweite Film, den will ich auch erwähnen, The Rise of the Planet of the Apes, ist eigentlich eher so ein unterhaltsamer Film, will ich mal sagen. Und da geht es eigentlich darum, dass es so einen Planeten, das ist natürlich die Erde und da leben nur Affen. Und es wird so ein bisschen erzählt, wie das passiert ist. Und am Ende dieses Films, und das ist das Interessante und deshalb erwähne ich das überhaupt, wird erklärt, das ist jetzt ein Spoiler für die, die den Film noch nicht gesehen haben, am Ende wird erklärt, warum es nur Affen gibt und nur so ein paar Menschen noch übrig sind. Das war nämlich so, dass die Menschen ein Virus erfunden haben, was für die Menschen selbst tödlich ist, aber für die Affen nicht. Und irgendwie kommt das dann in die Hände oder ein Flugpilot wird infiziert. Und am Ende des Films ist das hier der Abspann. Und da sieht man, wie der Pilot irgendwo hinfliegt, steckt Leute an und dann breitet sich halt dieses Virus über den Globus aus. Und wenn man sich das so anguckt, als ich den Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen damals und dachte, nanu, die haben mir meine Simulation geklaut. Die haben halt tatsächlich hier eine Computersimulation gemacht, die letztendlich auf dem weltweiten Flugverkehrsnetz basiert und zeigen soll, wie schnell sich dann so ein tödliches Virus, in diesem Fall war es halt tödlich, über dem gesamten Globus ausbreiten kann. Wenn man sich jetzt überlegt, warum ist das denn so, dass plötzlich diese ganzen Krankheiten entstehen und wir jetzt auch mitten in einer Pandemie sind, schon ein Jahr im Prinzip, dann gibt es grob verschiedene Ursachen dafür. Ein Grund ist natürlich die Tatsache, dass Menschen verstärkt in Ballungszentren leben. Also nur mal so ein Vergleich, also 2008 war das Jahr, in dem 50% der Menschheit in Großstädten oder in so Megacities lebten und nur noch 50% im ländlichen Gebiet. Wenn man das extrapoliert, dieses Wachstum, dann sind wir in 30 Jahren bei etwa 2/3 Menschen, die halt auf sehr engem Raum leben. Und der Vergleich 1800, ich muss sie jetzt kurz mal zur Seite schieben, weil ich diese Zahlen nicht lesen kann, 1800 waren es nur 7% und 1900 17%. Ne? Das ist also nicht nur wächst die menschliche Population, die Gesamtbevölkerung sehr stark, sondern es verschiebt sich auch vom ländlichen Raum in die Städte. Und das heißt natürlich, dass wir stärkere Kontakte haben. Ich selbst lebe in Berlin und wer in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der weiß, man sitzt auf engem Raum und eng bedeutet natürlich immer, dass auch Ansteckungsgeschehen natürlich viel häufiger stattfinden, als wenn man in den Wäldern Schwedens lebt. Das ist ein Grund. Der andere, ich gehe nochmal zurück, jetzt habe ich das übersprungen, ist auch der, dass Menschen und Tiere oft, dadurch, dass wir halt viele Tiere essen, und auch in Großstädten gibt es halt sehr viele Städte, in denen nicht nur die Menschen untereinander sehr viele Kontakte haben, sondern über die ganze Ernährungskette auch sehr viele Kontakte mit lebendigen Tieren haben. Und viele der Viren und das Coronavirus, das sich jetzt ausbreitet, kommt eben auch aus einer Tierpopulation. Das ist also eine Zoonose, ist irgendwann rübergekommen hat uns sozusagen dann erwischt und breitet sich dann in uns aus. Und der dritte Punkt nochmal so allgemein ist natürlich globale Mobilität, wie in diesem Trailer von dem Film, den ich erwähnt habe, auch schon so rauskam. Hier ist mal ein Bild des globalen Mobilitätsnetzwerkes. Also hier, das ist das Flugnetz, was wir in vielen unserer Arbeiten auch analysiert haben und nutzen zur Modellierung der globalen Dynamik von Infektionskrankheiten.
Und das zeigt so ein bisschen, wie wir halt heutzutage vernetzt sind. Es gibt auch so ein paar Zahlen, mit denen man hier operieren kann, damit man auch ein quantitatives Gefühl dafür bekommt, was globale Mobilität bedeutet. Wir haben hier in diesem Netzwerk etwa 4.000 Flughäfen, etwa 51.000 direkte Verbindungen zwischen diesen Flughäfen, etwas mehr als 3 Millionen, Milliarden Passagiere reisen jedes Jahr auf diesem Flugnetz. Das ist also viel, ne? Und die Menschheit ist etwa 14, reist jeden Tag etwa 14 Milliarden Kilometer pro Tag, also unter normalen Umständen, unter Normalbetrieb. Und das ist nur, um mal das zu sehen, das ist halt ungefähr das Dreifache des Radius unseres Sonnensystems, das etwa 5 Milliarden Kilometer Radius hat. Also, ne, die Menschheit reist jedes Mal quasi von Sonne zum Neptun wieder zurück und dann nochmal hin, ne? Das ist so, was wir jeden Tag als Menschheit reisen. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich Krankheiten heutzutage ausbreiten. Ich werde auch ein bisschen was über Netzwerke erzählen und welche Netzwerke, eins haben wir ja eben kennengelernt, das Mobilitätsnetzwerk, welche Rolle das spielt. Aber nur mal, um zu differenzieren, weil das oftmals durcheinander gebracht wird. In der Epidemiologie spielen verschiedene Netzwerke eine Rolle. Eine Sorte von Netzwerk sind halt Mobilitätsnetzwerke, in denen die Knoten Orte oder Flughäfen sind und die Links zwischen diesen Orten quantifizieren, wie viele Menschen von A nach B reisen. Aber auch andere Netzwerke spielen eine Rolle, zum Beispiel Kontaktnetzwerke. Darüber reden ja auch viele jetzt in der Covid-19-Pandemie, dass man Kontakte reduziert. Ich sage immer, die Kontakte sind ja die Nahrung des Virus, weil ohne die Kontakte kann das Virus sich nicht ausbreiten. So ein bisschen muss man das sehen aus der Perspektive des Virus. Und in diesen Kontaktnetzwerken sind die Knoten Individuen und die Links, also die Verbindungen, die quantifizieren zum Beispiel, ob man einen Kontakt hatte oder wie häufig man Kontakte hat oder wie nah man steht. Das muss man von vornherein so ein bisschen auseinanderhalten. Wir werden im Wesentlichen über Transportnetzwerke reden. Also nochmal hier über dieses Netzwerk. Das ist nochmal so ein Screenshot des globalen Flugverkehrsnetzes, in dem jedes Link quantifiziert, wie viele Reisende zwischen A und B unterwegs sind. Und hier ist nochmal ein Beispiel eines tatsächlich quantifizierten Kontaktnetzwerkes. Das ist ein Proximitätsnetzwerk, was von Kollegen von mir in Dänemark gemessen worden ist. Da ist jeder Knoten ein Student und die Verbindungslinien, die quantifizieren, wie häufig zwei tatsächlich in physischer Nähe zueinander waren. Und das ist über ein ganzes Semester gemessen worden. Und dann sieht man halt, dass da starke Strukturen sind, dass die Populationen nicht durchmischen, dass es Cluster gibt. Und diese Eigenschaften haben natürlich einen Effekt darauf, wie sich Krankheiten, Infektionskrankheiten in solchen Netzwerken ausbreiten. Wenn man sich jetzt erstmal sozusagen überlegen möchte, wie funktioniert eigentlich eine räumliche Ausbreitung? Und wenn man so ein bisschen die physikalische Methode ansetzt und versucht, sozusagen sich auf die Kernelemente eines Modells zu reduzieren, um die grundlegenden Mechanismen zu verstehen, dann könnte man auf die Idee kommen, so eine Art einfachstes Modell zu machen, zum Beispiel so ein Gittersystem wie das hier. Das sind halt so Pixel auf dem Gitter und die können sich gegenseitig anstecken. Die haben halt verschiedene Zustände, infektiös und ansteckbar. Und wenn ein Pixel rot ist, also infiziert ist, kann der Nachbarpixel infizieren. Und dann ist es sehr generisch, dass in solchen Modellen sich eine Welle ausbreitet. So eine konzentrische Welle spielt auch Zufall eine Rolle, deshalb sieht das nicht genau aus wie ein Kreis, aber im Wesentlichen kreisförmig bildet sich dann sowas aus. Das ist sehr generisch in den einfachsten Ausbreitungsmodellen. Und das erwähne ich deshalb, weil so ein schönes kreisförmiges Muster natürlich, wenn man es in der Realität beobachtet, toll ist, weil man sofort einfach nur aus der Beobachtung abschätzen kann, wann denn zum Beispiel eine epidemische Front an meinem Ort ankommt. Wenn ich zum Beispiel der grüne Punkt in dieser Karikatur hier bin und die Welle fängt im Zentrum an, dann würde ich eigentlich nur die Geschwindigkeit in etwa abschätzen müssen, messen müssen und dann wüsste ich genau wie bei einem Tsunami, wann das bei mir ankommt. Soweit, so gut. Genau diese Art der Reaktionsdiffusionsmodellierung wurde auch schon angewendet, um zum Beispiel Phänomene wie die Ausbreitung der
Pest im 14. Jahrhundert zu modellieren. Über den europäischen Kontinent ist diese Pandemie gelaufen mit einer Geschwindigkeit von einigen Kilometern pro Tag. Und es hat einige Jahre gedauert, bis sie dann von Südeuropa bis nach Skandinavien gekommen ist. Und natürlich war das nicht so eine ganz schöne konzentrische Wellenfront, aber man konnte schon so etwas erkennen, was auch zu erwarten ist, weil ja die Menschen damals vorwiegend keine langen Distanzen gereist sind, vielleicht in die Nachbardörfer. Dann spielten auch noch andere Organismen eine Rolle. Aber wir haben halt so grob gesprochen so ein Reaktionsdiffusionsgeschehen und eine typische generische Wellenfront. Und jetzt mache ich einfach ein Experiment, indem ich nochmal Ihnen gleich dieses Video schicke, also eine einfache gitterbasierte Ansteckungsdynamik links und rechts gibt es eine kleine Modifikation, und zwar können jetzt die angesteckten Pixel, die infektiösen Pixel, auch mal eine längere Distanz unterwegs sein. Also von einem Ort zum nächsten zufällig springen und da dann Ansteckungsereignisse machen. Und dann sieht das am Anfang ganz ähnlich aus, aber rechts sieht man schon, ab und zu gibt es dann neue Herde, das sind quasi Funken, wenn es ein Waldbrand wäre, die weit fliegen und dann lokal wieder einen Ausbruch auslösen. Und es ist natürlich genau das, was man auch erwarten würde, das ist jetzt nicht besonders überraschend, dass wenn einzelne Infektionskeime irgendwo anders entstehen, dass es dann wieder so ein komplexeres Muster gibt. Aber die Tragweite dessen ist natürlich enorm, wenn man das in die Realität übersetzt und man stellt sich vor, man ist an irgendeinem Ort in dem rechten Bild, kann ich nicht mehr vorhersagen, wann die Infektionsdynamik zu mir kommt, weil es könnte ja sein, dass gerade neben mir dann plötzlich wieder ein neuer Herd ausbricht. Das heißt, die Berechenbarkeit der Ankunftszeit, die löst man eigentlich im rechten System auf, obwohl es nur diesen kleinen Unterschied gibt, dass es langreichweitige Infektionen gibt. Und genau sowas sieht man natürlich auch heutzutage. Ich zeige Ihnen nochmal das Video des Modells für die Ausbreitung der H1N1-Pandemie, was ich Ihnen eingangs geschickt habe. Da sieht man zunächst irgendwie eine lokale Ausbreitung und dann relativ schnell geht das überall hin. Es sieht auf grober Skala immer noch grob aus wie eine Welle, aber wenn man sich das genau anschaut, dann ist das räumlich sehr inkohärent. Nun könnte man sagen, na gut, das ist ja alles nicht so wild. Wir haben ja jetzt große Computer. Wir können doch folgendermaßen das tun. Wir nehmen einfache, strukturell einfache Modelle, aber wir haben Daten über das weltweite Flugnetz. Das heißt, wir können ja sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass zum Beispiel eine Infektion von New York nach Frankfurt getragen wird im Vergleich zu Frankfurt und London. Einfach, wenn man sozusagen die Verkehrsflüsse als Maß dafür nimmt, wie wahrscheinlich etwas von A nach B getragen wird. Und im Kern sind nahezu alle Modelle, also computerbasierten Modelle, die so auf dem Markt sind, haben diese Art von Logik internalisiert. Das heißt, es werden Mobilitätsdaten genommen, typischerweise das Flugnetz, wenn man sich für globale Fragen interessiert, und die werden in die Modelle eingebaut. Dann kann man dann natürlich nicht mehr so viel lösen, aber man kann diese Gleichung in den Computer stecken. Oftmals sind es dann auch noch an diese Gleichung stochastische Komponenten und da muss man viele, viele, viele Simulationen laufen lassen. Und irgendwann kommt man dann auf so ein Video, was Sie unten sehen, was dann eine Vorhersage zur Ausbreitung macht. So ungefähr ist jetzt das typische Rezept, wie man so etwas modelliert. Und man sieht halt auch, das ist nochmal unterstützend hier für diese Idee, dass halt diese langreichweitigen Bewegungen das Muster räumlich halt inkohärent machen und dass die geografische Distanz zum Ausbruchsort kein guter Prädiktor mehr ist für die Ankunftszeit. Wenn Sie hier mal in das Panel D und E gucken, das ist SARS und H1N1 und es existiert ein ganz ähnliches Bild auch für die jetzige Pandemie. Wenn man einfach die geografische Distanz zum Ursprungsort einer Pandemie oder einer Epidemie anschaut und die Ankunftszeit in einem bestimmten Land, dann gibt es da schon eine Korrelation, aber im Wesentlichen ist es eine Punktwolke und man kann nicht mehr genau sagen, wann so eine Epidemie irgendwann ankommt, jedenfalls nicht aufgrund der geografischen oder geodäsischen Distanz zum Ursprungsort.
Und wie ich schon gesagt habe, macht das vielleicht alles gar nichts. Wir haben ja starke Computer und haben auch viele Daten, was Mobilität angeht. Und ein Weg, das Problem anzugehen, ist halt immer feinere und bessere Computeralgorithmen oder auch Computersimulationen zu designen und zu implementieren, um dann so ähnlich wie bei der Wettervorhersage quantitative Vorhersagen zu machen. Ein Projekt, das von einem Kollegen von mir, dem Alex Vespignani, und der Vittoria Kulica und dem ganzen Team, das haben die angefangen vor gut 15 Jahren zu entwickeln. Das ist eine sehr aufwendige Computerprogramminfrastruktur mit einem kleinen Serversystem, wo sehr, sehr viele Daten integriert sind. Also man sieht das hier so ein bisschen. Also zum Beispiel die Anzahl der Krankenhausbetten in der Stadt oder die Altersstruktur. Also alle möglichen sehr feinen Daten, die dann in die Modelle mit rein integriert werden können. Und die Hoffnung ist, dass man da so sehr realistische Vorhersagen machen kann. Aber das ist ein bisschen problematisch und ich will erklären, warum das so ist. Es gibt verschiedene Gründe, warum das problematisch ist. Ich will nur ein paar anreißen. Also wenn man so mechanistische Modelle entwirft, in denen sozusagen mit Ideen aus der Mathematik und der theoretischen Physik und der dynamischen Systeme und der Stochastik Gleichungssysteme aufgestellt werden, die sowas modellieren und dann im Computer implementiert werden, haben all diese Modelle gemeinsam, dass sie natürlich eine bestimmte Anfangsbedingung brauchen, damit sie dann gelöst werden können. Und man muss wissen, auf welche Werte man die im Modell befindlichen Parameter setzen muss. Haben alle Modelle so an sich, ne? Es gibt Anfangsbedingungen und Parameter und man muss irgendwie was darüber wissen, sonst kann man nichts tun. Und gerade diese beiden Dinge, die Anfangsbedingungen, ich gehe nochmal zurück, und die Parameter sind, obwohl diese epidemiologischen Modelle ganz gut sind, sind in den Situationen, in denen man sie braucht, die Modelle, nämlich wenn ein neues Virus irgendwo entsteht, ist halt sehr wenig über die Anfangsbedingungen und die Parameter bekannt. Parameter können zum Beispiel sein, wie infektiös ein Virus ist, wie lange man infektiös bleibt, was die Inkubationszeit ist. All sowas weiß man oft nicht. Das haben wir ja jetzt alle im Frühjahr erlebt, wo halt viel diskutiert worden ist. Ja, was ist die Reproduktionszahl? Wie lange bleiben die Leute infiziert? Wie lange sind sie infektiös, aber haben noch keine Symptomatik und so weiter? Weiß man am Anfang nicht. Und wir wissen auch, und das letzte Beispiel, Covid-19, hat das auch gezeigt. Sie erinnern sich am Anfang, als das angefangen hat in Wuhan, war wenig bekannt. Ist das nur da oder ist das schon überall in allen Provinzen in China? Das war wenig bekannt. Und deshalb ist es schwierig, diese sehr aufwendigen Modelle zu rechnen, weil man halt nicht genau weiß, wie man sie einfach festnageln soll. Das ist ein Grund. Und dann gibt es natürlich einen Grund, dass in all diesen Modellen immer sehr viele Annahmen stecken. Und es sind nicht Annahmen, die wir so ein bisschen aus der Mathematik oder Physik kennen, die abstrakter Natur sind, wo wir zum Beispiel annehmen, dass Menschen Teilchen sind. Das ist ja kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass Menschen Teilchen sind, aber das ist eine Abstraktion. Und hier in diesen sehr detailgetreuen Modellen sind Annahmen eher so dieser Natur, dass angenommen werden muss, dass zum Beispiel die Infektionswahrscheinlichkeit zwischen Menschen der Altersgruppe 30 bis 40 und Menschen zwischen 80 und 90 so und so einen Wert hat. Das heißt, man hat ganz viele Parameter, die man entweder plausibel festlegen muss, weil keine Daten da sind, oder man muss sie schätzen. Aber oftmals sind die Modelle so komplex, dass man sie nicht systematisch auf strukturelle Stabilität untersuchen kann. Das heißt, man kann nicht für Parameterbereiche, die unbekannt sind, testen, wie stabil das Modell gegenüber Parameterveränderungen ist. Und ein Test, den ich immer meinen Mitarbeitern und Masterstudenten und Studenten im Allgemeinen sage, ist, wenn sie ein Paper lesen mit einem aufwendigen Computermodell für irgendein Phänomen, dann sollen sie mal das Paper nehmen, das PDF und das Wort assume, also Annahme oder suchen. Und wenn man das hier, diesen zwei Beispiele von zwei Artikeln, die bei den Nature erschienen sind in darauf folgenden Jahren, in 2005 und 2006, glaube ich,
von den gleichen Leuten zu einer Pandemie, potenziellen Pandemie in Thailand und in den USA. Und wenn man diese PDFs nimmt, die sind halt nur 5 Seiten lang und Assume zählt, dann kommt das in dem einen Paper 18 mal vor und in dem anderen 17. Und das ist sozusagen der Assume Count, ja, der für dieses Wort beanspruche ich dir die Rechte, weil ich mal das in der Vorlesung eingeführt habe. Ich finde, das ist eine gute Idee, das mal zu machen. Und wie gesagt, ne, diese Modelle haben oft einen sehr hohen Assume-Count und lassen sich halt dann nur sehr schwer auf ihre Stabilität untersuchen. Das ist auch ein Problem. Manche finden das kein Problem, ich finde das ein Problem. Auch Bob May, der ehemalige Präsident der Royal Society und ein großer Pionier auf dem Gebiet und nicht nur dem Gebiet, sondern entlang vieler Dimensionen, der hat dazu, das letzte, leider letztes Jahr, glaube ich, verstorben, oder war es dieses Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, der hat 2004 einen Artikel geschrieben, Uses and Abuses of Mathematics in Biology. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, dass man aufgrund der Macht der und Möglichkeiten, die mit Computern mittlerweile liefern oder bereitstellen, dass man sich da so ein bisschen auch verrennen kann. Und er schreibt hier, jetzt muss ich sie wieder zur Seite stellen, sonst hier kann ich das nicht vorlesen. So. Er schreibt hier, the increasing speed and sophistication and ease of use of computers enables an increasingly large number of life scientists who have no substantial background in mathematics to explore mathematical models and draw conclusions about them. Das ist erstmal einfach nur eine Feststellung. Und er sagt dann weiter, such activity usually consists of representing sensible and evidence-based assumptions as the starting point for a complicated and usually nonlinear dynamical system, assigning particular parameters often in an arbitrary way, das habe ich ja gesagt, and then letting this complicated system rip. We arguably are seeing an increasingly large body of work in which sweeping conclusions, emergent phenomena, are drawn from the alleged working of a mathematical model without clear understanding of what is actually going on. I think this can be worrying. Und damit sagt er das, was ich eben auch schon betont habe, ne? Dass man auch, wie mit jedem Werkzeug, muss man auch damit umgehen lernen und das ist auch gar nicht borniert oder arrogant gemeint, sondern das ist ja auch gar nicht so schwer. Aber man muss das halt tatsächlich auch lernen und darf damit nicht einfach so rumspielen, sage ich mal. Und wir kamen jetzt, um diese kleine Kurve jetzt zu kriegen, hatten wir überlegt, das ist eigentlich eine Idee, die schon einige Jahre zurückgeht und ist dann 2013 publiziert, da hatten wir uns gefragt, wie es denn eigentlich sein kann, dass viele der Modelle, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, also zum Beispiel Modelle zur Ausbreitung von H1N1 auf einer globalen Ebene oder andere Phänomene, ob sei es agentenbasierte Modelle oder Metapopulationsmodelle, da gibt es verschiedene Geschmackssorten von Modell, die haben irgendwie immer sehr ähnliche Vorhersagen gemacht, numerisch. Und dann habe ich mich halt gefragt, woran das liegt, warum ist das so? Und dann kamen wir halt auf die Idee, mal die Perspektive zu ändern. Wir sind es halt gewohnt, wenn wir auch in dieser Karte, die ich eingangs gezeigt hatte von Hiroki, dass wir eine Landkarte anschauen, wie wir eben Landkarten anschauen und Ausbreitungsphänomene auf diesen traditionellen Sichtweisen dann darstellen und dann sieht alles sehr kompliziert aus. Was passiert denn? Und das ist die Grundidee. Also hier ist das nochmal gezeigt. Hier ist nochmal das Video von Hiroki, eine klassische Landkarte der Welt und dann sieht man, dass das so räumlich inkohärent irgendwie sich ausbreitet. Und jetzt hatten wir überlegt, dass wir einfach uns das mal aus der Sicht des Virus anschauen. Das ist sowieso clever, das zu machen, weil man dann so ein bisschen anders das Ganze sieht und nicht so anthropozentrisch. Wenn wir uns jetzt mal das Flugnetz anschauen und wir stellen uns vor, wir sind ein Virus auf einem menschlichen Wirt und dieser Wirt befindet sich in New York. Und dann sehen wir, da ist viel Verkehr nach London oder nach Frankfurt
und wenig Verkehr nach Pittsburgh oder nach Raleigh-Durham, obwohl diese Orte halt geografisch näher dran sind. Und dann kann man die Hypothese aufstellen, dass es halt vielleicht nicht so clever ist, so in geografischen Distanzen zu denken, sondern das Bild so zu malen. Dass einfach man eine effektive Distanz sich überlegt, die in irgendeiner Weise mit der Wahrscheinlichkeit zusammenhängt, dass man von A nach B reist. Also wenn es wahrscheinlich ist, dass die Person in New York nach London reist, zum Beispiel, weil da mehr Menschen generell hinreisen, dann sollte das näher dran sein. Und wenn wenige Menschen reisen, dann sollte es weit weg sein. Und so haben wir so eine, letztendlich, was darunter liegt, ist sind stochastische Prozesse und Übergangswahrscheinlichkeiten. Aber so qualitativ heißt das, je mehr Verkehr, desto näher sind zwei Orte. Und wenn man sich das jetzt überlegt und das ganze Netzwerk so anschaut, dann kann man zum Beispiel hier von Tegel, gibt es ja jetzt nicht mehr, deshalb ist dieses Bild veraltet, aber vor einigen Wochen gab es das noch, von Tegel mal die Welt anschauen. Oder ich mache das jetzt mal so, ich zeige Ihnen das mal interaktiv, mal sehen, ob ich das hinkriege. Da muss ich meinen Browser starten. Und dann gehe ich hier mal auf diese Webseite. So. So müssten Sie das noch alle sehen, glaube ich. Ne? Herr Kersting, nicken Sie einmal. Ja, sehr schön. Hier sieht man jetzt die Welt. Und ich gebe jetzt hier nochmal den alten Flughafen TXL an. Oder ja, nee, wir machen das mal anders. Wir machen mal Frankfurt. So, da sehen wir hier diesen kleinen Punkt in Frankfurt und sehen die Welt in diesem traditionellen Layout. Und jetzt kann ich das mal so machen, dass ich nicht mehr das geografisch anschaue, sondern diese effektive Distanz nutze. In diesem Bild ist jetzt Frankfurt in der Mitte und diese ganzen, der radiale Abstand hier ist so also eine Art effektive Distanz. Und dann sehen wir natürlich, dass Frankfurt ganz nah mit den ganzen, egal wo die sind, mit den ganzen anderen Hubs der Welt letztendlich verknüpft ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel TXL mal eingeben würde, gibt es ja nicht mehr, ne, sind also alte Daten, dann sieht man hier auch von Tegel ist Frankfurt ganz nah, weil halt und ein Gateway in andere Regionen der Welt, auch Istanbul, aber auch Peking ist sehr nah dran. Und nun kann man halt hergehen und sagen, jetzt nehmen wir diese effektive Distanz mal. Ach so, was ich noch vergessen hatte zu sagen. Und diese Baumstruktur, die Sie sehen, das sind dann die wahrscheinlichsten und kürzesten Wege von einem Ursprungsort in andere Orte der Welt. Jetzt können wir aber auch natürlich auf die Karte wieder gehen und nehmen jetzt mal Wuhan. W-U-H. Also der Flughafen in der Nähe des Ausbruchsortes dieser Pandemie. Ist weit weg geografisch und jetzt gucke ich mir das mal in dieser effektiven Distanz an. Da sehe ich von Wuhan aus gesehen, ist Peking sehr nah und viele andere chinesische Großflughäfen. Aber London ist nicht mehr so weit weg, Charles de Gaulle ist nicht mehr so weit weg, interessanterweise auch Rom. Und so kann ich die mit dieser effektiven Distanz die Welt so ein bisschen anders anschauen, nämlich was Wahrscheinlichkeiten angeht und effektiv, wie nah manche Orte an uns sind. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt einfach nur so ein Spielchen oder hat das auch tatsächlich Sinn? Und jetzt zeige ich Ihnen hier mal zwei Videos von hypothetischen Pandemien. Das sind also Computersimulationen, wo so getan wird. Im oberen Bild, als wäre da eine Pandemie, die in Atlanta anfängt und im unteren Bild auf einer griechischen Insel, also zwei völlig verschiedene Orte. Und dann habe ich dieses Video mal pausiert in der Mitte sozusagen des Verlaufs. Und dann sieht man in der traditionellen Sicht, ist das räumlich natürlich sehr inkohärent. Aber wenn man diese effektive Distanz nutzt, die allein über topologische Eigenschaften des Flugnetzwerks berechnet sind, wird aus dem, was halt sehr kompliziert aussieht, in der traditionellen Sicht wieder eine konzentrische Wellenausbreitung. Und das bedeutet, dass sozusagen diese effektive Distanz letztendlich, also dass der Mechanismus ganz ähnlich ist, die Dynamik ganz ähnlich ist, nur dass man halt die geografische Distanz durch so eine effektive Distanz ersetzen muss.
Und auch, ja, wenn man das dann kann man natürlich vorhersagen, wenn man jetzt diese effektive Geschwindigkeit misst, in dieser effektiven Distanz, wann dann eine Wellenfront an irgendeinem dieser Knoten ankommt. Und hier sehen wir das nochmal, das Bild, was ich Ihnen eingangs gezeigt hatte, wo ich Ankunftszeit einer Pandemie gegen die geografische Distanz geplottet hatte. Wenn man jetzt das durch die effektive Distanz ersetzt, dann gibt es da eine viel stärkere Korrelation. Und das ist natürlich vielversprechend und wir haben das angewendet jetzt bei der Pandemie, ganz am Anfang der ersten Welle. Also wir erinnern uns an einer Zeit im Februar, als die Pandemie im Wesentlichen in China war, aber auch schon in verschiedenen chinesischen Provinzen dann sich auch im März ausbreitete, war dann die Frage, also auch am RKI, kommt das irgendwann zu uns oder wenn ja, wann? Und diese Frage haben sich natürlich verschiedene Länder gestellt. Und was wir halt mit dieser Methode, die ich eingangs, die ich eben erklärt hatte, mit dieser effektiven Distanz, konnten wir dann halt ausrechnen, wann in etwa damit zu rechnen ist, wann die Epidemie an verschiedenen Flughäfen oder verschiedenen Ländern aggregiert. Über diese Methodik dann ein Derivatmodell. Jetzt sagt es mir, meine Internetanbindung ist nicht stabil, aber ich mache einfach mal weiter. Konnten wir ein Modell entwickeln, das halt zeigen konnte oder mit dem wir dann berechnen konnten, mit welcher Wahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt das in verschiedenen Ländern ankommt und konnten die sozusagen das Ranking aufstellen und das hat sich dann auch letztendlich ganz gut dann bestätigt. Also das war halt eine Vorhersage, die wir da machen konnten. Das war halt für die Public Health Leute, nicht nur am RKI, aber auch an anderen Orten irgendwie sehr, sehr hilfreich. Und jetzt will ich noch ganz kurz etwas, ich wurde gefragt, ob wir eine 5-minütige Pause machen. Wäre das jetzt die richtige Zeit? Oder wollen wir weitermachen, Herr Kersting? Ich kann Sie nicht hören, also das heißt ja. Ja, ist in Ordnung. Machen wir eine kurze Pause, 3 Minuten, machen wir es nicht zu lang. Gut, dann nehme ich einen Schluck Wasser und dann geht es weiter. Genau. Sie geben mir ein Zeichen, wenn es weitergeht. Ja.
Audio ein. Herr Brockmann, ich glaube, wir können langsam wieder losgehen. Loslegen. Ich sehe noch einen leeren Stuhl, aber wir machen einfach weiter. Ja. Sie sehen noch einen leeren Stuhl. Wir können noch ein halbes Minütchen. Ja. Warten wir noch ein halbes Minütchen und dann machen wir weiter. Ich mache jetzt einfach einen kleinen Bildschirmschoner für alle. Bis wir dann weitermachen. Herr Kersting, Sie geben mir dann einfach Ihr Okay. Weitermachen jetzt. Jetzt können wir loslegen. Können wir weitermachen, gut. Okay. Dann schiebe ich die Erde mal in den Hintergrund. Ja. So. Gut, dann geht es mal weiter in einem Projekt, was auch sehr eng mit der Situation im Februar und März zusammenhängt, nämlich die erste Welle. Also wir erinnern uns, es gab die ersten Fälle in China und Ausbreitungen in verschiedenen Provinzen und einige Fälle dann auch schon in einigen anderen Ländern. Also wir beamen uns mal in diese Zeit zurück. Und wie Sie sich sicherlich erinnern können, war das auch eine Zeit, in der das Wort exponentiell zu einem allgemeinen Gut wurde. Also alle wussten plötzlich, was das ist oder meinten es zu wissen. Auf jeden Fall war es in aller Munde. Und wenn man sich tatsächlich die Fallzahlen mal anschaut, hier sind einfach Beispiele, also diese roten Kringel, das sind tatsächlich die kumulative Fallzahl in der ersten Welle, also so im März diesen Jahres. Da sieht man die USA, Italien, Deutschland. Sie erinnern sich, in Italien war die Situation sehr schnell sehr dramatisch aufgrund der volllaufenden Intensivstationen etc. Und interessanterweise wurde über diesen exponentiellen Anstieg lange gesprochen, ohne dass wirklich die einfachste Methode, mit der man so etwas messen kann oder feststellen kann, sogar mit dem Auge, nämlich eine logarithmische Skala, wurde selten benutzt, auch in den Medien. Wenn man aber zum Beispiel, das habe ich jetzt vor einigen Tagen mal gemacht, da habe ich in Google Trends, wo man eingeben kann, wie populär ein Wort ist, das deutsche Wort exponentiell eingegeben. Und da sieht man sozusagen, erst im März wurde das systematisch häufiger gesucht. Und dann war die Pause im Sommer und jetzt wieder in der zweiten Welle ist es wieder populärer geworden. Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator, weil er ganz gut abbildet, was eigentlich in den Köpfen der Menschen passiert. Ne? Ob es nun in den Medien ist oder Leute privat danach suchen, was das eigentlich ist. Das Interessante ist natürlich, und das ist vielen Leuten klar, die sich sozusagen mit den fundamentalen Mechanismen solcher Prozesse beschäftigen, dass diese Dynamik, dass halt eine Person eine andere ansteckt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und eine gewisse Dauer infektiös bleibt, dass das auf eine natürliche Art und Weise zu exponentiellem Wachstum führt, ist einfach, kann man cartoonmäßig erklären, indem halt zunächst ist eine Person da, die steckt eine andere an und die dann auch wieder und dann gibt es halt exponentielles Wachstum, wenn jede Person zum Beispiel zwei andere ansteckt. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben aber dann anfangs überlegt, was passiert da eigentlich in China und wollten mal die Dynamik einfach betrachten, einfach empirisch. Und haben halt gefunden, dass in Hubei, also der Provinz, in der Wuhan liegt, war ja am stärksten betroffen. Also hier sehen wir also die Kurven von Januar und Februar.
in China, als das da losging. Wenn man sich das genau anguckt, dann könnte man das so auf einer linearen Skala, könnte man meinen, ja, das ist so exponentielles Wachstum. Aber in allen Provinzen hat sich gezeigt, dass das nicht so ist. Dass es ganz anders sich verhält. Und zwar algebraisch. Das heißt, die Anzahl der Infizierten, also die kumulative Anzahl der Infizierten, wächst nicht exponentiell, sondern mit der Zeit hoch einer Potenz und in etwa quadratisch. Nicht so ganz, und das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber in etwa ist dieser Exponent, der da auftaucht, 2. Und das hat uns zu denken gegeben, weil das für eine Epidemie, die sich ausbreitet, eigentlich nicht generisch ist. Man, jedenfalls am Anfang einer Epidemie, erwartet man immer exponentielles Wachstum. Und in der Tat ist es auch dann unterschiedlich gewesen in unterschiedlichen Ländern. Wir erinnern uns an Italien, also das hier ist alles die erste Welle. Da sieht man ein ganz klassisches algebraisches Wachstum, was also nicht exponentiell ist, und in den USA schon sehr viel deutlicher exponentiell. Und dann haben wir uns gefragt, wieso ist das eigentlich so? Und wir erinnern uns ja, dass gerade in den USA am Anfang gar nicht viel über die Vehemenz der Pandemie diskutiert worden ist, aber in Italien schon. Was ist eigentlich los gewesen? Und da muss man sich klar machen, dass anders als es oftmals auch so in den Medien diskutiert wird, diese Pandemie eigentlich kein rein medizinisches, epidemiologisches Phänomen ist, sondern ein Phänomen, in das psychologische Prozesse, Verhaltensänderungen und auch die Politik mit Gegenmaßnahmen, mit Lockdown-Maßnahmen etc., die letztendlich auf die psychologischen Prozesse oder die Verhaltensänderungen oder auch auf die Krankheit direkt, die Krankheitsausbreitung wirken. Das ist also ein rückgekoppeltes System, was sehr kompliziert ist zu verstehen. Und eine Idee, die wir halt hatten, hier ist nochmal eine einfache mechanische Darstellung der Dinge, der Events sozusagen, der Ereignisse, die zur Dynamik einer Pandemie oder einer Epidemie im Allgemeinen beitragen, nämlich die Infektion, also eine Person infiziert eine andere Person und irgendwann wird die infizierte Person dann immun und kann nicht mehr übertragen. Das sind sozusagen die Elemente des einfachsten SIR-Modells, das oft herangezogen wird zur Modellierung. Wenn wir jetzt versuchen, diese Rückkopplung zu schließen, dass nämlich unser Verhalten sich ändert als Antwort auf die Pandemie. Und auch da können wir eigentlich wieder ganz einfach vorgehen, indem wir erstmal fragen, was passiert denn überhaupt zum Beispiel, wenn eine Pandemie sich ausbreitet und in Abhängigkeit der Vehemenz dieser Pandemie Menschen, die bei diesen Reaktionen mitmachen, sich in Quarantäne bewegen, also sich aus dem Pool der Infizierten und auch insbesondere der Ansteckbaren mit einer gewissen Rate rausnehmen. Das haben wir in China erlebt. Die Leute haben halt sehr schnell reagiert, auch in den asiatischen Ländern im Übrigen auch, als die betroffen waren, Japan, Singapur, die haben halt sehr schnell reagiert, indem sie Masken getragen haben. Ja, also auf die Pandemie wird reagiert, was dann wiederum ein Feedback auf die Dynamik macht. Und dann haben wir zeigen können, dass mit einem einfachen Modell, in dem während die Pandemie loslegt, mit einer konstanten Rate der Pool der Ansteckbaren sich ausdünnt, dass das generisch auf ein algebraisches Wachstum trifft. Und das konnten wir halt in all diesen, in diesen Provinzen, in denen Dynamik in China abgegangen ist, konnten wir das halt nachweisen. Und der Exponent, der in diesem sehr einfachen Modell herauskommt, ist in etwa 2. Das haben wir dann auch publiziert schon. Das war im März eigentlich schon fertig, dass halt das Containment, sei es nun freiwilliges oder durch Lockdown induziertes Containment, sehr schnelle Effekte hat auf das Superexponentielle, also dass das Wachstum dann superexponentiell ist. Jetzt ist aber noch, also damit ist das abgeschlossen. Jetzt wissen wir aber auch, dass natürlich diese Dynamik, sei es nun auf der Welt oder in ganzen Provinzen in China, eine Sache ist, aber dass man natürlich auch verstehen möchte, wie funktioniert das alles auf kleineren Längsskalen, also zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin. Das ist ja auch wichtig. Und wie, da spielt das Flugnetz keine Rolle, etc., sondern andere Transportphänomene. Und ein Projekt, das wir halt gerade am RKI betreiben, basiert auf
Daten, aggregierten und anonymisierten Daten, die aus Mobiltelefonen kommen, nämlich aus der Lokalisierung dieser Telefone. Die Telefone, die haben GPS oder reden auch mit den einzelnen Funktürmen, und diese Daten existieren bei der Telekom oder bei der Telefonica, und da gibt es Firmen, die aggregieren und anonymisieren die Daten und verkaufen die. Und im Zug der ersten Welle haben die quasi uns das geschenkt, diese Daten, um sie zu analysieren. Und diese Daten sind, und das ist das Besondere, zeitlich sehr hoch aufgelöst. Das heißt, wir können die stündlich im Prinzip anschauen, auf einer Längenskala von 500 mal 500 Metern in manchen, in Großstädten. Wir machen das so auf Landkreisebene, um dann zu verstehen, welchen Effekt die Mobilität hat. Also hier ist so eine, das ist meine Bewegung in Berlin über Google Timeline ausgerechnet. Ich wusste gar nicht, dass Google das macht. Das hat mir erst ein Postdoc von mir gezeigt, dass man das machen kann. Und da habe ich mir mal visualisiert, wo ich mich denn so aufhalte. Also man sieht genau, wie ich mich bewege in der Stadt. Und dann haben wir halt eine Webseite, der Frank Schlosser aus meinem Team, der hat eine Webseite gebaut und der hat auch die ganze Analyse quasi im Alleingang gemacht. Der hat diesen Covid, hier steht Covid-10, das ist ein Typo, das heißt natürlich Covid-19, mobility.org, diese Webseite gestartet, und auf dieser Webseite kann man genau nachschauen, wie sich das Mobilitätsnetzwerk als Funktion der Zeit seit Februar im Prinzip geändert hat. Also man kann da hingucken auf jedes Datum und sehen, wo waren die Lockdown-Maßnahmen sehr stark, oder zum Beispiel auch, wo war das Reiseverhalten besonders überdurchschnittlich, weil die Menschen halt nicht mehr im Ausland Urlaub machen, sondern im Land bleiben, ne? Also wer möchte, kann sich das hier auf dieser Seite genau anschauen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz hier drauf. Jetzt müssten Sie auch den Mobilitätsmonitor sehen. Das ist also diese Karte, und hier kann man hier so ein bisschen dran drehen an diesem, machen wir hier auf Pause. Sie können alle das ausprobieren. Dann sieht man, hier war jetzt der Lockdown. Lockdown-Maßnahmen, da war alles ganz blau. Das heißt, bundesweit ist die Mobilität runtergegangen, und dann ging es so langsam relativ schnell wieder hoch. Das ist jetzt Sommer, da sieht man überdurchschnittlich viel Urlaub an der Ostsee. Und jetzt sind wir im zweiten Lockdown, und auch hier sieht man, anders als im ersten Lockdown, gibt es so regionale Unterschiede, wo der Lockdown besonders wirkt. Also jedenfalls indirekt auf das Reiseverhalten der Menschen. Und so wird das gerade in einen sogenannten Lockdown-Monitor transformiert, mit dem man quasi täglich dann gucken kann, wie funktionieren die Maßnahmen. Also nochmal, um zurückzugehen, Sie können sich das auch selbst nochmal angucken. Wenn man hier so zum Beispiel reinzoomt, dann kann man halt sehen, in welchem Landkreis weniger Mobilität stattfindet, ne? Also man sieht hier so in Frankfurt ist es eindeutig nach halte ich weniger als im Vergleich zu dem letzten Jahr. So, jetzt muss ich meine Folie wiederfinden hier. So. Genau, und das haben wir halt genauer analysiert und konnten dann hier zum Beispiel in den verschiedenen Wochen während des Lockdowns sehen, wie sich das ausgewirkt hat, auch die regionalen Unterschiede anschauen. Ich muss mich hier entschuldigen, das Bild ist etwas grisselig geworden, weil das einfach nur ein Screenshot ist. Aber man sieht grob, wie die Mobilität in Deutschland während des ersten Lockdowns durch die Maßnahmen, das sind die roten Linien, wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen worden sind, wie das bis auf 40% runtergegangen ist, 60% in den Ballungszentren. Was man aber auch sieht, ist, dass es dann ab April wieder von ganz alleine hochgekommen ist und in den Normalzustand gegangen ist, lange bevor es Lockerungen gab. Das heißt, es gibt sozusagen eine innere Kraft der Menschen, sich wieder normal zu verhalten. Wir haben dann so genauer das nochmal angeguckt, welche Reisen eigentlich eingeschränkt waren. Also die langen waren gingen total runter bis 80-90% zeitweise und blieben auch länger reduziert. Was wir auch gefunden haben, das war eine Kooperation mit
Cornelia Beetsch aus Erfurt, die ist Gesundheitspsychologin und die macht die COSMO-Umfrage. Das ist eine sehr umfangreiche Umfrage, wie denn die Menschen zu der Pandemie stehen oder auch zu Lockerungen oder Maßnahmen. Und da konnten wir zeigen, dass die Mobilitätskurve, also wie stark die Mobilität reduziert war, sich eigentlich sehr stark gedeckt hat damit, inwiefern die Menschen die Maßnahmen für übertrieben gehalten haben. Ja, das hat sich sozusagen gleich entwickelt. Das heißt, je übertriebener die Maßnahmen, desto mehr sind die Menschen wieder in den Normalzustand reingegangen. Wir konnten auch dieses System der effektiven Distanz da mal auf die Mobilitätsnetzwerke in Deutschland im Lockdown und in der Normalität anwenden und konnten dann zeigen, dass quasi die Mobilität, die effektiven Distanzen total aufgeplustert wurden, weil halt die langreichweitigen Verbindungen fehlten. Und das hatte dann einen Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel oder hätte einen Einfluss darauf, wie sich eine Pandemie oder eine Epidemie auf dem normalen Netzwerk ausbreitet in Deutschland und wie die Dynamik sich verändert, also wie die Kurve abgeflacht werden kann während eines Lockdowns. Das konnten wir dann vergleichen. Das ist jetzt gerade wird demnächst erscheinendes Papier in PNAS. Man kann es aber schon auf dem Preprint-Server sich besorgen. Gut, das war jetzt das Ende. Ich hoffe, ich habe alle bei der Stange gehalten und es war interessant für die meisten. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und würde dann jetzt hier an dieser Stelle stoppen und auch mal das Sharing stoppen. Ja. Und dann auf Ihre Fragen mich freuen. Ja, also Herr Brockmann, erstmal herzlichen Dank für diesen also sehr einsichtsreichen, einsichtgebenden Vortrag, wundervoller Vortrag. Wir haben alle bestens folgen können und auch, was ich natürlich, was Sie herausgearbeitet haben, ist die Rolle von Modellen, nicht, dass eben Modelle benutzt werden und notwendig sind, aber eben auch problematisch, nicht? Also das haben wir ja gesehen. Gut, ich werde jetzt einfach mal von allen Teilnehmern die Stummschaltung aufheben. Jetzt muss ich das überhaupt können, nicht? Das ist das Problem. Alle können es selbst machen. Ich muss aber nur eben... Ich habe es allen erlaubt. Ach so, ist alles erlaubt. Also jetzt können wir mal klatschen.